Wir haben heute für dich die fünf wichtigsten Lebensmittel zusammengetragen. Die sind nämlich besonders gut für die Darmflora. Und ein extrem wichtiger Bestandteil in unserem Haushalt. Für uns einfach auch wirklich wichtig, viele unterschiedliche Lebensmittel zu uns zu nehmen. Und unsere Philosophie ist natürlich so frisch und natürlich wie möglich. Und als kleine Eselsbrücke, es ist immer gut, alle Farben aus dem Regenbogen zu essen. So, wenn es so bunt wie möglich ist, ist es gut. Ja, und das ist absolut natürlich, ne? Und natürlich bedeutet eben auch viel Wasser zu trinken, damit ja, dein Darm die Arbeit richtig erledigen kann. Fangen wir mal an mit unseren fünf Lebensmitteln für einen gesunden Darm. Das Lebensmittel, was definitiv nicht in unserer Küche, in unserem Haushalt fehlen darf, sind Mandeln. Die sind nämlich auch reich an probiotischen Eigenschaften für den Darm, also sind eine regelrechte Wohltat für deine Darmbakterien. Sie enthalten auch Ballaststoffe, Fettsäuren und Polyphenole. Genau, diese Polyphenole, die wirken nämlich antioxidativ und entzündungshemmend und blutdruckregulierend. Und ich meine, du willst ja gerade keinen Entzündungsherd in deinem Darm haben, von daher ist es wirklich eine super klasse Unterstützung für deinen Darm und eben auch ein super Snack, ne? Nimmst du einfach super, kannst du unterwegs jederzeit essen, beim Wandern, auf Arbeit. Snack. Und was wir auch mal ganz oft machen, wir setzen daraus eine Milch an. Mandelmilch machen wir. Sehr lecker. Mandeln einweichen, das Einweichwasser weggießen und nochmal mit frischem Wasser im Mixer mixen, durch einen Nussmilchbeutel geben und du hast eine super leckere, eigene, selbstgemachte Mandelmilch, die nicht erhitzt ist, die nicht in irgendeinem Plastik oder was auch immer Behälter gelagert wurde. Wenn du was Würziges willst, dann kann ich dir empfehlen, die Mandeln auch zu rösten und auch mit Salat zu geben. Oder auch ungeröstet natürlich. Ja. Kommen wir nun zum nächsten Top 5 Lebensmittel für deinen gesunden Darm. Genau. Das sind fermentierte milchsaure Gemüse und Kraut. Genau. Bekannt ist natürlich einfach das Sauerkraut. Das ist der Klassiker. Der ist ja fast schon ein bisschen eingestaubt. mittlerweile ja auch aus verschiedenen Restaurants und so weiter. Das Kimchi oder der eine oder andere macht ja auch sein Kimchi schon selber. Aber es gibt auch viele, viele andere Krautvarianten oder auch andere ganz andere Gemüsesorten, die man sich milchsauer einlegen kann. Milchsaures oder fermentiertes Gemüse wirkt in deinem Darm. Es enthält nämlich super viele tolle Bakterien, Milchsäurebakterien, die in deiner Darmflora wirken können und die deine Darmflora einfach unterstützen können, stärken können, aufbauen können. Und durch diese Gesundung der Darmflora kannst du auch aktiv auf dein Immunsystem Einfluss nehmen und andere Körperfunktionen, die vom Darm einfach auch her viel beeinflusst werden. Und wenn die Darmflora, das Darmmilieu in Ordnung ist, dann hast du natürlich auch ein stärkeres Immunsystem. Genau, und hier machen wir ausschließlich natürlich Werbung für unser fermentiertes Gemüse, weil es einfach natürlich mega ist. Das ist ganz klar Werbung. Und was wir auch super selber empfehlen können, wenn du das überhaupt nicht kaufen willst bei uns, kannst du eben auch ganz einfach selber herstellen. Und das ist halt super easy. Du brauchst nur dafür eigentlich ein Fermentierset. Hier haben wir so ein Fermentierset. Das ist ein Set, weil es eben aus mehreren Komponenten besteht. Das 950 Milliliter Glas. Der Verschluss, der ist jetzt hier ab. Ich habe ihn nur mal draufgelegt, damit man dann sieht, wie das ausschaut. Da ist oben so eine Art Ventil, dass der Druck entweichen kann. Metallring, um das Ganze zu befestigen. Ein Stampfer, um dein Gemüse auch zu stampfen, zu verdichten. Und eine Beschwerung aus Glas, womit dein Gemüse auch unter der Flüssigkeit gehalten wird. Ja, und fermentierte milchsaure Lebensmittel kannst du auch ganz super in deinen Speiseplan einfach integrieren. Also wir essen das halt auch einfach so oder stellen das auch immer so mit auf den Tisch zum Essen und man nimmt sich immer mal so ein paar Löffelchen oder Gäbelchen einfach bei den Mahlzeiten raus, besonders so Mittagessen, Abendessen kommt das immer ganz gut, besonders zum Abendessen, das ist auch eigentlich die beste Tageszeit dafür, verdauungstechnisch. Aber du kannst auch immer was in den Salat mitgeben oder du reichst es als Gemüsebeilage oder aufs Brot macht sich das auch super, wer jetzt auch ganz gern vielleicht einfach mal Gemüse auf Brot hat oder so. Du kannst dir super Pita-Brottaschen damit füllen, noch mit einer Creme dazu, mit Avocado dazu, das passt alles wunderbar. Kannst es natürlich auch in gekochte Speisen, Eintöpfe, Suppen, wenn das fertig gekocht ist und das vielleicht ein bisschen noch abkühlen lässt, ist nicht mehr ganz so heiß ist, kannst du es auch mit reingeben, wenn du es vielleicht auch einfach warm magst, brauchst. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und Varianten. Ja. Genau, und wenn du lieber lebendiges
Superfood haben, das fermentiertes Gemüse und nicht das Tote aus dem Supermarkt, was ja doch erhitzt ist, pasteurisiert ist, dann kannst du auch gerne bei uns fermentierte Köstlichkeiten holen. Den Shoplink findest du unterhalb der Videobeschreibung. Es ist, wie gesagt, es ist wild, es ist pur, es ist rohköstlich, es ist vegan, es ist low carb, es ist nicht pasteurisiert und mega, mega lecker. Kommen wir nun zum nächsten Top 5 Lebensmittel für einen gesunden Darm, nämlich... Genau, die Hülsenfrüchte. Hier jetzt stellvertretend mal die Beluga-Linsen. Das sind natürlich im Allgemeinen Linsen, Bohnen. Sind ganz, ganz wichtig für eine ausgewogene Ernährung und auch für den Darm, weil sie einfach auch sehr, sehr viele Ballaststoffe enthalten, gute Proteine. Und Ballaststoffe sind halt einfach auch das A und O für deinen Darm, für deine Verdauung. Ja, und helfen vor allem dein Verdauungssystem im Gleichgewicht zu halten. Und es ist halt auch super vielseitig, was man eben alles mit Linsen machen kann. Man kann sie echt für so super viele Sachen nutzen, einweichen, essen. Und ja, man hat eben auch die Möglichkeit, sie quellen zu lassen. Und wie das funktioniert, magst du das kurz erzählen? Genau, also es ist ja so, Bohnen muss man immer kochen. Da sollte man sie auch vorher einweichen in Wasser. Je länger, desto besser, aber auch schon 20 Minuten sind besser als gar nicht. Bei Linsen ist es so, wenn man die einweicht und keimen lässt, dann kann man Linsen auch roh essen. Man kann sie natürlich aber auch kochen und auch da macht es Sinn, sie vorher einzuweichen. Also einfach immer ausreichend Wasser, am besten eine doppelte Menge, wie du Linsen oder Bohnen hast, weil die halt wirklich auch viel, viel aufsaugen und idealerweise über Nacht oder über einen Tag stehen lassen. Wenn es dir spontan einfällt, du willst jetzt Linsen oder Bohnen kochen, dann nutz auch wenigstens ein paar Minuten, um sie einzuweichen. Und nochmal ganz kurz, weil wir natürlich das Produkt hier gezeigt haben. Nein, wir machen keine Werbung hier für die Marke dort. Du kannst stellvertretend jede andere nehmen, bekommst auch keine Provision für. Es ist uns egal, welche Linsen du dir holst oder ob du überhaupt Linsen holst. So, eins unserer Top-Lebensmittel ist der Sauerteig. Der wird ja auch eigentlich immer beliebter. Also ich kenne das noch aus der Kindheit so, dieses Sauerteigbrot oder Milchbrot und so, das war total ätzend irgendwie immer. Aber wir haben das jetzt wirklich für uns wiederentdeckt, weil es einfach die gesündere Variante ist, Getreide zu essen, wenn das fermentiert und gesäuert ist. Wir machen unseren Sauerteig selber, unser Sauerteigbrot backen wir daraus selber, funktioniert wunderbar. Wenn man einmal so auch den Flow hat, ist es auch gar nicht mehr so aufwendig. Im Moment haben wir leider keinen Sauerteig oder keinen Anstellgut, weil wir ein bisschen länger weg waren und es konnte nicht gefüttert werden. Und der ist ja mir kaputt gegangen, deshalb muss ich jetzt erstmal wieder einen neuen züchten. Ja, aber ich kann auf jeden Fall selber auch sagen, dass der Sauerteig viel bekömmlicher als normales Brot ist und vor allem die Energie wird langsam freigesetzt, ne? Oder? Ganz also genau. Diese Entfaltung, die merkt man auf jeden Fall. Ja, also wir machen da immer einen Roggen-Vollkorn-Sauerteigbrot, genau. Dieses kleine scharfe Würzelchen, das kennst du, das ist der Ingwer. Das ist klein, aber es hat es echt in sich und man braucht ja davon meistens auch nicht viel. Ist eben auch scharf, aber der hilft wunderbar bei der Produktion der Magensäure und er stimuliert dein Verdauungssystem. Das vor allem, die Nahrung wird durch den Ingwer, durch dieses kleine Ding, besser durch den Darm bewegt und er ist perfekt geeignet in der Zitrone, also in der Zitrone, in der, ich habe gerade an heiße Zitrone gedacht. Ja, also Ingwer-Zitronen-Shot, genau. Auch als Kaltansatz, ja. Genau. Und ich mache auch mal rein in Smoothie und in Frisch und in Saft, genau. Jeden Morgen kommt bei uns ein Saft rein und wie gesagt, im Winter, wenn es dir kalt ist, ein paar Scheiben von Ingwer in Tee und wir nutzen ihn sogar noch, wenn wir zum Beispiel mal einen Bienenstich irgendwo haben, einen Insektenstich, ne? Dann machen wir den Ingwer dann auf den Stich drauf. Man muss aber sagen, nicht so. Der ist dann eingelegt. In einem Alkohol in Schnaps eingelegt. Genau, richtig. Der kommt dann auf Insektenstiche bei uns. Mega, mega toll. Für deinen Darm. Ja, erfahre mehr über das Thema Darmgesundheit auf unserem Blog. Wir haben super viele Blogartikel zum Thema Darm, Darmgesundheit. Wie funktioniert überhaupt der Darm? Wie funktioniert die Darmflora? Wie kannst du Darmflora unterstützen? Brutal viele Blogartikel. Das verlinken wir auf jeden Fall auch unterhalb. Ja, und lass uns auf jeden Fall auch mal teilhaben, was so deine Erfahrung war mit deinem Darm und vor allem, welche Lebensmittel du daheim hast, die deinem Darm extrem gut tun, die dir geholfen haben, wo du sagst, boah, das ist ein echt mega guter Tipp, den wir jetzt heute noch nicht genannt haben. Genau. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Verdauung, zu Probiotika, zum Fermentieren, dann stell uns die auch gerne in den Kommentaren. Viel Spaß.